Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und Apple hat ja die neuen MacBooks veröffentlicht. MacBook Pro 14 Zoll und das neue MacBook Pro 16 Zoll. Sowie die neuen Prozessoren, den M1 Pro und den M1 Max. Und jetzt ist es soweit, dass mal ein Video im Internet aufgetaucht ist, noch vor der Auslieferung zu einem Unboxing von dem nagelneuen Apple MacBook 14 Zoll. Und das schauen wir uns jetzt in meinem Video mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Wen natürlich noch die zufällig geleakten Benchmarks, die vorab aufgetaucht sind, interessieren, der bleibt natürlich dran. Nach dem Thema gibt es gleich die Benchmarks und alle Werte, die bis jetzt veröffentlicht wurden von den neuen Prozessoren. Aber erstmal schauen wir uns jetzt das Video an. Und wahrscheinlich war er für kurze Zeit der glücklichste Mensch im Bezug auf das Apple-Universum. Dieser Post, der wurde im Netz veröffentlicht und zeigt eindeutig das neue MacBook Pro 14 Zoll in seiner wahren und natürlich auch schönen Größe. Seitlich hier schön zu erkennen der MagSafe-Anschluss und die beiden USB Thunderbolt-Ports. Daneben der Mini-Klinke-Anschluss und deutlich zu erkennen ist natürlich auch die Notch im Display und die deutlich kleineren Bildränder. Vielleicht gibt es ja auch ein paar YouTuber, die jetzt mit zuschauen und ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen. Ich meine, das hätte man auch noch ein bisschen ordentlicher machen können. Jungs, ihr habt 100.000 Aufrufe an einem Tag und macht dann so ein Unboxing so komplett ein bisschen ohne Licht und hier wahrscheinlich mit dem Telefon und mal links, mal rechts schnell aufmachen. Vergesst die Folie abzuziehen. Beim nächsten Mal bitte richtig schön langsam, schön einleuchten, ein bisschen drehen, die Anschlüsse zeigen, die Papiere zeigen, die dort mit im Karton mit drin sind, gleichzeitig noch das Netzteil mit rausholen, dann ist es ein kultiviertes Unboxing. Ja, das war wahrscheinlich irgendwie links in der Halle, direkt am Tisch. Komm, wir müssen mal schnell auspacken. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank dafür. Es ist eine schöne Geschichte gewesen. Jetzt haben wir das ganze Ding schon mal ein bisschen live gesehen und kommen jetzt auch mal zu den Fakten. Du siehst hier das neue MacBook Pro 14 Zoll auf der linken Seite und das M1 13 Zoll MacBook auf der rechten Seite. Und als erstes, da sieht man natürlich, dass das neue 14 Zoller in meinen Augen deutlich größer geworden ist als das 13 Zoll M1. Man sieht hier, dass sich das Trackpad vom MacBook Pro 13 Zoll nicht sehr unterscheidet. Es sieht so aus, als wenn die gleich groß sind. Weiterhin deutlich zu erkennen, die Funktionstasten, die jetzt die Tastatur etwas größer erscheinen lassen. Hier befand sich beim MacBook Pro 13 Zoll die Touchbar, die das 14 Zoll MacBook nicht mehr besitzt. Links und rechts sind die Bildränder jetzt deutlich kleiner geworden und in der oberen Mitte, da erkennt man die Notch, in der sich jetzt die neue HD-Webcam befindet. Und im oberen Bereich, da sieht man auch, dass hier die Bildränder sehr deutlich viel kleiner geworden sind. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass es den MacBook-Schriftzug nicht mehr gibt, denn er ist beim M1 13 Zoll noch unten in der Mitte des Monitorrandes und beim 14 Zoller ist er komplett weg. Bei den Tastaturen, da sieht man auch noch, dass jetzt im neuen 14 Zoller alles schwarz ist, währenddessen das M1 13 Zoll noch die Gehäusefarbe im Hintergrund hatte. Das Gehäuse ist jetzt auch etwas größer und natürlich auch eckiger, wenn man genauer hinschaut. Auch die Lautsprecherverkleidung ist beim 14 Zoll etwas breiter als vielleicht noch beim 13 Zoll, was auch zu besserem Klang führen könnte. Kommen wir gleich zum zweiten Thema und das sind natürlich die bis jetzt durchgesickerten Benchmarks, die vorab zufällig im Internet erschienen sind und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Mit den neuesten Modellen des MacBook Pro hat Apple auch zwei frische Prozessorvarianten vorgestellt. Der M1 Pro und der M1 Max sollen den regulären M1 in jeder Hinsicht in den Schatten stellen. Der Hersteller spricht beim Spitzenmodell M1 Max von einem 70%igen Leistungszuwachs und vierfacher Grafikperformance. Das klingt beeindruckend und im Vorfeld sind in der Datenbank der Leistungstestplattform Geekbench bereits erste Daten zum M1 Max aufgetaucht. Wie weitere Medien auch berichteten, lagen kurz nach der Enthüllung des neuen MacBook Pros erste rudimentäre Testergebnisse für den Prozessor in der Maximalausstattung mit 10 Rechenkernen und 72 Grafikkernen vor. Demnach erreicht der Chip in dieser Variante die doppelte Leistung des M1. Nun sind weitere Ergebnisse des gleichen Prozessors bei Geekbench aufgetaucht. Die stammen laut Bericht von einem neuen MacBook Pro mit 64 GB RAM und geben vor allem Auskunft über die Grafikleistung. Demnach erreicht der M1 Max im sogenannten Geekbench 5 Test einen Wert von 68.870 Punkten.
im Vergleich mit dem 13 Zoll großen MacBook Pro aus dem Jahr 2020 auf Basis des M1-Chip zeigt deutlich, dass Apples neue Hardware in einer ganz anderen Liga unterwegs ist. Besagtes Modell erzielte im gleichen Test nur 22.475 Punkte. Auch der Vergleich mit dem letzten 16 Zoll MacBook Pro macht die Leistungssteigerung deutlich. Das Apple Notebook mit Intel Core i9 Prozessor und Grafikkarte von AMD Radeon Pro 5500M sowie 32 GB RAM erzielte in diesem Test 34.470 Punkte. Das macht den unmittelbaren Nachfolger nahezu doppelt so leistungsfähig und hievt ihn auf eine Stufe mit dem mittlerweile nicht mehr hergestellten iMac Pro. Im Vergleich zum MacBook Pro 2019 mit der geringfügig schwächeren Grafikkarte AMD Radeon Pro 5300M ist der M1 Max sogar 181% schneller. Die neuen Apple Laptops, die dürften damit bestens für den Einsatz von grafikintensiven Anwendungen ausgestattet sein und dem Pro im Namen alle Ehre machen. Alles in allem sind das natürlich sehr weitreichende Unterschiede, aber wir wissen alles ganz genau, wenn die neuen MacBooks erschienen sind mit den neuen Prozessoren M1 Pro und M1 Max, und das ist hoffentlich bald soweit, dass wir das Ganze hier aus den Shops in den Händen halten und natürlich auch selber testen können. Denn was sind theoretische Werte, wenn wir uns den Videoschnitt im Live mal angucken können, beziehungsweise unsere Renderzeiten, die wir benötigen bei verschiedenen Programmen wie Photoshop oder anderen Dingen, hier direkt mal probieren können. Wenn ihr bei den nächsten MacBook Pro Videos dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal, beziehungsweise wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach einen Daumen nach oben. Mich würde es auf alle Fälle freuen. Ich sage für heute vielen Dank fürs Anschauen, gern bis zum nächsten Video und tschüss, bye bye und winke winke.